Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, heute das letzte Mal erstmal hier in dem Shisha-Zimmer hinten. Nächste Woche wechsle ich dann erstmal wieder ins Wohnzimmer. Könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was euch da besser gefällt, ja. Und ja, wie angekündigt, heute stelle ich euch mal ganz kurz die Tom Kokocha Gold vor. Und ich vergleiche das Ganze mit der Tom Kokocha Gelb. Hier habt ihr die beiden mal. Jetzt steht natürlich die Softbox genau so, dass hier alles blendet, aber ich denke mal, ihr könnt sehen. Tom Gold, Tom Gelb. Handy, du bist bitte ruhig. Ja, jeweils 3 Kilo. Und ich habe hier so eine nette Checkliste bekommen von Tom. Und das Ganze werden wir jetzt mal durchgehen. Ich werde euch jetzt mal ein Bild einblenden von Tom Gelb und Gold jeweils. Ich habe einfach mal wahllos in die Schachtel oder in die Box gegriffen und habe da 3 Kohlen genommen. Ich werde euch das noch einblenden, was Tom Gold und was Tom Gelb ist. Denn in der ersten Rubrik geht es darum, vor dem Rauchen. Erstens Optik, wie sind die Würfel geschnitten? Da habe ich, ja, könnt ihr jetzt erstmal kurz euer eigenes Bild machen. Ich habe die Note 2 gegeben, also es gibt die Note 1 bis 5. 5 ist natürlich das Schlechteste, Note 1 ist das Beste. Ich habe die Note 2 gegeben und als Begründung geschrieben, wie die normalen Tom Kokocha Gelb, gibt es für mich keinen Unterschied. Natürlich seht ihr jetzt die eine Gelb, die ist jetzt vielleicht nicht so gut geschnitten, aber einen groben Unterschied, dass man jetzt sagt, okay, die Gold ist viel, viel besser geschnitten, kann ich jetzt nicht direkt sagen. So, Freunde, dann kommen wir zweitens, Streichtest, färben die Würfel auf der Haut ab. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dazu werde ich, wie machen wir das Ganze jetzt am besten? Ich werde euch jetzt mal hier vorne den Zoom reinhauen. Ich nehme mir jetzt eine Tom Kokocha Gelb. Hier ist mein Finger, ich hoffe, das kann man gut sehen, und streiche jetzt hier einmal rüber. Das ist Tom Gelb, oder ist das Gold? Nee, das ist Gelb. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt nehme ich den Mittelfinger, ja, nichts gegen euch, und nehme mir einfach wahllos eine Tom Gold. Streiche mit dem Mittelfinger einmal rüber. Da könnt ihr euch jetzt das eigene Bild machen, ich guck mal. Hat sich nicht viel verändert. Also Streichtest schreibe ich jetzt mal gleich noch mit rein. Streichtest kann man eigentlich die Note 1 geben, weil Finger werden nicht komplett schwarz. Ist natürlich klar, dass Kohle ein bisschen färbt, aber ihr habt selber gesehen, Streichtest ist sehr gut. Dann haben wir das Anzündeverhalten, ja? Ist auch vielleicht ganz interessant. Anzündedauer habe ich Note 2 gegeben. Wie, mit welchen Anzündemitteln machen sie das und welche Zeit dauert das? Also etwa 7 bis 10 Minuten. Bei dem Volcanos, ich habe die 7 bis 10 Minuten eingerechnet, Stecker rein, dann muss er erstmal ein bisschen hitzen, sich erhitzen und dann die Kohle ja, anfeuern. Also 7 bis 10 Minuten ist, denke ich mal, ein guter Wert, deswegen habe ich die Note 2 gegeben. Geruch muss ich sagen, etwas anders als die gelben. Kann ich jetzt euch aber nicht sagen, okay, ist das nun positiv oder negativ. Sie stinken auf jeden Fall nicht so wie die Tom Coco, die grünen. Die sind richtig pervers, ja. Kohle riecht immer beim Anmachen, Freunde. Also habe ich hier, was habe ich gegeben? Geruch, Note 2, ist in Ordnung. Stinkt jetzt nicht bestialisch, ist aber auch nicht geil, ja. Also Note 2, gut. Dann habe ich, dann finde ich hier ganz witzig, ja. Steht Rauchentwicklung, das habe ich mal weggemacht und habe da hingeschrieben, Rauchentwicklung liegt am Tabak. Ja, also Rauchentwicklung, weiß ich nicht, was die damit meinen. Habe ich jetzt mal rausgelassen, habe ich einfach liegt am Tabak hingeschrieben, ja, weil, ja, die Rauchentwicklung hat mit sehr vielen Faktoren, ist von sehr vielen Faktoren abhängig, so rum, ja. So, was haben wir hier dann? Viertens, Teilung. Lassen sich die Würfel gut teilen? Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, Freunde, weil es gibt ja von Tom noch diese halben Brikos, sag ich mal, und die sind meiner Meinung nach dafür da. Also, ich rauche nie mit halben Kohlen. Ich habe ein Kilo jetzt weggeraucht, das sind 75 Kohlen und da ist mir, vielleicht passt ganz gut zur Teilung gerade, ja, da ist mir eine Kohle gebrochen. Ja, eine Kohle von 75 ist ein guter Wert. Ich hatte mal ganz am Anfang bei den Tom Kokochas, da ist mir ab und zu mal eine komplett weggebrochen, zersprungen und sowas. Hier war gar nichts. So, beim Rauchen, da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Ich baue mir jetzt ein Köpfchen und dann sehen wir uns gleich wieder beim Rauchen. So Leute, bin gerade am Anrauchen.
Ich will jetzt auch hier nicht das Ganze so in die Länge ziehen, dass ich hier noch 10 Stunden rauche mit euch, ja. Hab jetzt mal eben angeraucht und jetzt kommen wir zu der Phase beim Rauchen. So, was haben wir hier ganz am Anfang? Glühphase, glüht die Kohle oder bilden sich Black Spots, schweres Wort, schwarze Flecke. Glühphase, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Tom Kokoschka Gold sind in meinen Augen etwas heißer als die Tom Kokoschka Gelb. Ist jetzt nicht, dass ich sage, hier sind 100 Grad Unterschied, ja, aber es ist wirklich spürbar in meinen Augen, dass die Goldenen einfach ein Stück heißer sind, ja. Also es gab, sag ich mal, einige Tabaksorten, wo ich sonst Tonkopf, halb voll, halb Teffel voll, wie immer, Kaminhütchen drauf, drei Tom Kokoschka Gelb und da habe ich die ganze Zeit durchgeraucht. Bei manchen Tabaksorten war dann genau das gleiche Setup mit den Tom Kokoschka Gold und da musste ich eine Kohle mal zwischendurch runternehmen. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, die ballern ordentlich. Also kriegt hier die Tom Kokoschka Gold eine 1, sind meiner Meinung nach etwas heißer als die gelben und bilden sich Black Spots, schwarze Flecke, ja, oben halt, ne? Also wenn ich jetzt ziehe, glüht die Kohle unten und oben kriegt sie halt leichte schwarze Flecken, aber geht nicht aus, kann ich euch schon mal dazu sagen, die Kohlen gehen nicht aus, ja, ist vielleicht auch für einige ganz wichtig. Ja, noch kurz Setup, Freunde, unten in der Videobeschreibung immer. Hitzeentwicklung, Temperatur, ja gut, habe ich jetzt schon gesagt, ja, sehr heiß. Hier die Note 1, Brenndauer habe ich auch die Note 1 gegeben, also gute anderthalb Stunden. Qualmen oder glühen die Kohlen definitiv oder brennen. So, Eigengeschmack, kein Eigengeschmack. Und jetzt noch beim bzw. nach dem Rauchen. Aschebildung habe ich Note 2 gegeben. Aschebildung ist gut, ist jetzt nicht ganz extrem. Ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich mal eine Kohle, die hat extrem geascht. Ich weiß gar nicht, welche das war. Asche ist normal in meinen Augen. Farbe der Asche, weiß, grau oder sandfarben, ist hier grau. Und die Menge der Asche ist Note 2. Ja, also im Ganzen gebe ich der Tom Kokoschka Gold die Note 2, ist ja meistens Durchschnitt gewesen. Jetzt noch im Vergleich zu der Tom Kokoschka Gelb. Muss ich euch sagen, das Einzige, was bei der Gold anders ist, die sind etwas heißer als die Gelben. Und ansonsten sehe ich hier keinen Unterschied. Ja. Vom Schnitt von ja, hier Finger drüber und schwarz oder nicht schwarz sind die Hände. Ja. Wer jetzt sagt, okay, bisschen heißer, hole ich mir die Goldenen. Könnt ihr gerne machen, Freunde. Ich glaube, die Goldenen kosten einen Euro mehr oder so. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten empfehle ich eigentlich jedem, der mich fragt, Tom Kokoschka Gelb. Das sind für mich somit die solidesten Kohlen. Brennen lange, sind heiß, sind preiswert. Brechen kaum. Ja, also wie gesagt, bei der Gold war es eine von 75 und bei den Tom Kokoschka Gelb also, lass vielleicht zwei sein. Ja, also Tom Kokoschka Gelb ist in meinen Augen die beste Kohle. Die Gold ist ein bisschen heißer, ist genauso gut. Müsst ihr jetzt abwägen, Freunde. Ja, ich hoffe, der Vergleich war ganz gut dargestellt. Falls euch das gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, Freunde. Ansonsten, hier drüben kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos. Könnt ihr mal reinklicken. Ich glaube, hier unten könnt ihr auf den Abonnieren-Button drücken, kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns einfach am Sonntag wieder. Ich hoffe, ich schaffe das Video, weil am Samstag habe ich Geburtstag am 12. April. Aber ich denke mal, ich reiß mich zusammen, Freunde. Und dann sehen wir uns in alter Frische am Sonntag wieder. Haut rein, euer Shisha Schmidti. Peace.